This lab is Scheiß Intro, spielen wir mal wieder. Reaktionszeitig 5. Mai. Das ist voll schlecht gewesen. Das ist so wirklich schlecht. Ich habe mein Auge verletzt. Neues? Was? Machst du es so? Schwierig, hä? Und nervig für die Menschen draußen. So, ich versuche richten. Jawohl, also Neues. Wir gratulieren heute den Zips, weil sie gehen pilgern. Wirklich? Ja. Und sagen so, hey, wenn du willst pilgern, dann kannst du im Fall auch. Wir verlosen noch 4 Tickets. Sind es 4? 4 Plätze. Oder ein Platz, ich muss noch schauen. Foul geht an Christian Zimmermann, das ist ein Pianist, der sein Konzert unterbrochen hat und gesagt hat, du da mit dem iPhone, hör auf Filme, nein, nein, nein. Meine Karriere ist wegen euch scheiß YouTube-Generation kaputt, bla bla bla. So, yeah, seriously. Dann gibt es einfach einen Cut und dann hörst du den Knack, wenn er sagt, es ist 2013. Gut. Voll gut, gell? Ja. Ja. Dann noch aufgefallen ist uns Social Media am heutigen Tag. In der Türkei sind Leute verhaftet worden wegen Twitter. In Deutschland hilft man sich via Facebook gegenseitig wegen der Überflutung, beziehungsweise postet Georgina so Sachen wie Überflutung, allen einen angenehmen Abend, heute bei Prominent zu sehen. Ja, wirklich. Und weiter auf Twitter, der Karl Lagerfeld wird seine Katze heiraten. Dann ist es aufgefallen, der Kim Jong-il, dem sein Koch packt jetzt aus, und ich meine nicht Zwiebeln, sondern was der Kim so gemacht hat. Er hat nämlich eine Freudedivision gehabt, wo er so Frauen so sich um sich herum gesammelt hat. Und die sind ausgebildet worden als Masseurinnen, Tänzerinnen, Prostituierte anscheinend. Und ja, Freudendivision. Zum Beispiel, ja. Und dann aufgefallen ist Taco Bell und McDonalds, wo jetzt gerade Social Media die Werbung nutzen, beziehungsweise mit einem Shitstorm und mit einem normalen Shitstorm kämpfen haben. Dann haben wir heiß Scheiß, etwas. Flumen, glaube ich, heisst, ist recht toll. Ja? Yeah? Flum, ja. Und übrigens, sie hat gerade Europa drüber gesagt. Okay. Schon Monto Jazz Festival 17. Juli. Ich bin ja etwas am Notieren. Dann haben wir Werbung, nach der Werbung haben wir Kinos mit dem neuen Film von Will Smith und seinem Sohn Jaden. Und der Jaden hat einen komischen Ring an. Ich finde auch vor allem spektakulär im Interview. Und dann haben wir noch die Boom-Geschichte, die Social Music-Geschichte. Kann dich Musik dazu bringen, dass du kannst über flach legen? That's it, wenn es ist. Bist du dran? Tina? Mit dieser Musik geht man definitiv. Es ist gut. Also heute im Living Room. Kommt der Kneckebull vorbei für sein neues Album Picasso. Performt den Song, glaubst du. Und dann haben wir noch Joko aus Baden. Das ist so die Indie-Band, wo wir glauben, dass sie da so voll werden durchstarten, weil sie wirklich gut sind. Sie sind wirklich gut. Und das ist so ein bisschen besetzt innerhalb der Sendung. Im Community Warm Up haben wir da mit der Sophia Grace, habe ich so gedacht. Und ich glaube, die haben noch etwas. Goldige Bandshirts. Ja. Hat der denn noch Bandshirt da? Was hat sie? Ja, dann ist es so. Ah, für die Leute? Oh, ja, ja. Voll, machen wir. Und morgen noch eine kleine Vorschau ist die erste Sendung, wer es läuft. War hochcool, dass wir neu sein könnten. Schnell drin. Wir, ja. Cool. Wir haben jetzt auch zwei bestätigte Gäste seit vorher gerade. Ja. Du müsst dann auch sonst auch sogar. Das sind. Das wird. Also. Gut. Das sind insgesamt 140.000 Facebook-Likes auf dem Sofa. Das ist voll viel. Das ist voll safe. So viel hat immer Joyce.
Ja? Das werden wir dann. Dann geht es weiter zu der Online-Redaktion. Die Online-Redaktion möchte ich euch mal kurz den Matze vorstellen, der da daherläuft. Matze, was möchtest du sagen? Ich habe eine Frage für dich. Eine Frage? Liebe Desiree, wo ist denn dieses Foto von den Cameron-Fans jetzt, die wir jetzt verlosen? Also, die Online-Redaktion macht heute Cameron. Ist das bei dir irgendwo? Ich habe keine Ahnung, was anschauen. Du hast gestern alles verschoben. Komm mal. Dann warte ich aber. Ja, ja. Dann jetzt warten. Weil heute Golddigger Bandshirts. Es ist jetzt spiegelverkehrt, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall Bandshirts. Könnt ihr euch Fotos schicken, das haben wir schon erzählt. Dann Cameron Fan Bandshirts müssen wir verlosen. Wir können mit den Tipps auf die Pilgerreise gehen. McDonalds-Geschichte von dir machen wir. Teasing auf heute Living Room und man, wer es glaubt, UA Boom, Viva Con Aqua, haben wir so einen Artikel gemacht, was sie machen das Jahr oder was sie auch jedes Jahr schon machen, auf damit man von mir Bescheid darüber weiss. Und heute, es ist soweit, wir machen den Sommerhit, wir haben gestern gesagt, und heute machen wir es. Und dann von das Update vom Türkei-Artikel. Einfach ein Sommerhit, oder? Also eine längere Geschichte. Ja, auch fast aufnehmen. Ja, aber sie hat eh eine längere Geschichte. Wieso rufe ich am Sonntag auf dem Chat, ja, eh. Wir lassen es jetzt wahrscheinlich fast nochmal zwei Wochen laufen oder so. Weißt du, jetzt mal Aufruf machen und... Übrigens, am Freitag ist die Balkan-Show. Und die Vater von der Management K1 hat gestern gesagt, dass wir am Freitag entstanden. Das ist ein Freitag von K1. Bitches and money und so, ja. Was tun wir hier, gell? Echt voll. Das ist so schnell zensieren? Nein, nein, ist voll easy. Es ist schon ein bisschen, das ist Klische. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber wenn so ist, dann ist es also, was ist das für mich? Ich bin nicht sicher, drohen sie mit der Sache, wenn du schon. Gut. Und das Choice? Wir haben heute keine Choice, weil es ist Emmy. Emmy, Energy Milk, Power Challenge. Aber ich hatte eigentlich los, ich mache jetzt. Und sage euch noch, dass wir haben gestern jetzt das dritte Polit-Battle zu den vier Abstimmungen von dem Wochenende gemacht. Also am Wochenende wird abgestimmt. Ja, wir haben drei von vier. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist Bundesrat. Aber das ist nicht so. Volkswagen vom Bundesrat. Aber wir haben drei von diesen vier und wir können nochmal zum Wählen aufrufen, wenn wir an der Wochenende stehen. Das große Wählen, Hooligan-Konkordat, Asylrechtsreform und Bonzensteuer ist gestern mega abgegangen. Ey, mega. Ich und Regen sagten dann, ja, schwierige Sendung, ich weiß nicht, ob wir voll bekommen. Ich bin in der Zeit nicht angekommen. Wir haben am Schluss noch etwas Neues gemacht. Wir haben sie. Wir haben jetzt eine Minute Loretta mit dem Countdown. Und sie sind so gut gewesen, sie haben es vorher ja nicht groß gewusst. Sie haben es nicht gewusst. Also ich habe erst im Gespräch habe ich gesagt, übrigens, sie müssen noch eine Minute reden. Und die haben es voll bereicht. Der eine hat noch 4 Sekunden und der andere noch 2 Sekunden. Übrigens, Molina, liebe Zürcherinnen und Zürcher. ich habe es mega abgeführt, ich habe es mega toll gefunden. Aber eben das zu dem Ding. Und nur, dass ihr wisst, was wir werden nachher noch schnell einen kurzen Trailer aufnehmen für die Sendung Liebe zwischen den Kulturen. Mal angedeutet haben, wir suchen ein Bärle für im Ende Juni, wo eigentlich glücklich verliebt ist, aber entweder die Eltern etwas dagegen haben oder siehst, ob etwas dagegen hat, wie sie halt aus verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen oder was auch immer sind. Ende Juni. Genau. Und wir suchen nachher einfach Stellen und ein paar von uns einfach so. Wir machen es ähnlich wie der Opferbrief. Wir haben die Idee bevor im Opferbrief-Video gehabt, dass wir einfach so verschiedene Gesichter abfilmen. Von wegen, wir sind alle anders und jetzt ist das Opferbrief-Video noch dazwischen, aber wir machen es nicht. Dass wir einfach wissen, dass das auch noch nicht läuft. Das ist von unserer Seite. Danke. Ade. Danke. Merci.